Günstige und sichere FIFA-Coins, checkt gerne meinen Sponsor IG voll ab. Den Link findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Außerdem könnt ihr mit jeder Bestellung mit dem Rabattcode FIFA-Gaming noch 8% sparen. Außerdem ist ab jetzt mein neuer Shop online mit vielen neuen Nice-Pullovern, T-Shirts und neuen Sachen wie Handyhüllen, Popsockets, Poster und neue Autogrammkarten, die es natürlich von mir unterschrieben, wie immer zu jeder Bestellung gratis dazu gibt. Link ist unten in der Videobeschreibung. Danke an jeden, der mich damit kaufen unterstützt. Ihr seid die Besten. Was geht, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und heute gibt es ein Buy the Fastest Guy, Leute. Wir kaufen immer den schnellsten Spieler, der gleich auf dem Transfermarkt am Start ist. Ihr habt es beim letzten Mal schon richtig gefeiert, wo wir das Ganze mit den langsamsten Spielern gemacht haben. Lasst doch heute gerne wieder Like da, lasst heute gerne wieder ein Abo da, wenn es euch gefällt und ihr diese kleine Serie weiterhin sehen wollt mit anderen Challenges. Schreibt natürlich auch jetzt gerne eure Challenges in die Kommentare. Also vielleicht größte Challenge, kleinste Challenge, nur Linksfuß mitnehmen, nur einen Rechtsfuß mitnehmen, nur 5-Star-Skiller mitnehmen, nur 5-Star-Weakfoot-Spieler mitnehmen. Was weiß ich, es gibt viel. Schreibt also gerne eure Wünsche unten in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir wieder die 2222 Likes packen würden. Danke dafür eure Unterstützung und wie gesagt, falls ihr noch nicht abonniert habt, gerne abonnieren und Glocke aktivieren. So verpasst ihr kein Video mehr, wisst es. Bei dieser Serie nehmen wir immer eine Icon als Kapitän. Und heute ist es Bergkamp. Richtig, richtig kranke Karte, muss ich sagen. Ich habe den schon oft gespielt, spielt sich richtig geil. Der wird heute der Kapitän unseres Teams sein. Und wie immer, sollten wir das Spiel natürlich am Ende mit dem kompletten Team verlieren, müssen das gesamte Team abstoßen, inklusive Bergkamp. Wir machen mal kurz ein Beispiel auf der ZOM-Position. Wir nehmen jeweils den schnellsten Spieler und das wäre in diesem Fall... Oh, Mahrez mit 88, nee, Sterling. Sterling mit 95 Tempo. Wer hier der schnellste Spieler? Okay, wäre heftig, Mann. Okay, Mahrez wäre schon für den ZOM schnell gewesen, aber Sterling ist immer eine Nummer schneller. Also ich denke mal, ihr wisst, wie das ganze Prinzip funktioniert. Und dann starten wir mit dem ersten Spieler. Schreibt außerdem eure Tipps in die Kommentare. Was denkt ihr? Wie viel Tempo wird der schnellste Spieler aus dem gesamten Team haben? Ich bin gespannt. Ich denke mal so 94, 95, vielleicht auch ein 96er Tempo ist dabei. Bleibt bis zum Ende dran, dann seht ihr es. Wir fangen an auf dem rechten Flügel, würde ich sagen. Und da gibt es natürlich viele schnelle Spieler. Die Frage ist nur, wer ist der schnellste von den 6 Spielern, die jetzt hier am Start sind? Oh, Walker ist es. Okay, once to watch mit 93 Tempo. Ünder wäre noch gewesen. Traoré mit 90 natürlich auch nicht langsam, aber es wird Walker. Der erste Spieler ist am Start, Walker mit 93 Tempo. Das ist gut, aber es geht, glaube ich, noch besser, Leute. Checkt jetzt außerdem auch gerne meinen Shop aus, falls ihr noch was holen wollt. Ihr wisst es, die neuen Nice Hoodies im bunten Design gibt es in Weiß, gibt es in Schwarz und natürlich noch viele weitere Sachen. Natürlich auch die Camouflage Hoodies in allen 4 Farben, Rot, Grün, Blau und natürlich auch in Orange. Gibt es natürlich auch alle im Hoodie-Bundle. Dann gibt es noch ein Poster dazu und natürlich noch eine gratis Autogrammkarte von mir unterschrieben, die es auch dazu gibt. Und weiterhin läuft natürlich auch das Autogrammkarten-Special. 5 Autogrammkarten haben hinten Smiley und eine E-Mail-Adresse drauf. Wenn ihr eine dieser 5 Autogrammkarten zufällig bei eurer Bestellung dabei habt, meldet euch bei der E-Mail-Adresse und ich schicke euch dann auf meinen Nacken, Leute. Gratis ein Paket zu aus meinem Shop mit Hoodie, T-Shirt und Turmbeutel. Die Größe und die Farbe könnt ihr natürlich aussuchen. Deswegen, falls ihr das holen wollt, Link zum Shop ist oben in der Beschreibung. Und dann kommen wir direkt hier zum Mittelfeld. Wir machen mal den ersten ZM und ja, okay, das wird wahrscheinlich, würde ich jetzt mal schätzen, nicht jetzt der allerschnellste sein. Also 90 Tempo wird hier wahrscheinlich eher schwierig, obwohl es könnte eventuell sein. Oh, der schnellste ist Asamoah als Full Birthday Karte. Es gibt zwar auch noch Aua da hinten, Aua, Hashtag Aua in die Kommentare, aber der hat auch 86 Tempo. Und dann nehmen wir natürlich den Spieler, der als erstes kam und das ist hier in dem Fall der gute Quaddo. Asamoah, ey, der hat sogar 4 schöne Skills, Digga, wusste ich ja gar nicht. Läuft, ey, nehmen wir mit, 26.000, viel, viel billiger ist der auch nicht, also nehmen wir den hier einfach. Wir kommen auf die Innenverteidigerposition, da gibt es einige 80er plus Tempokarten, deswegen bin ich jetzt mal gespannt. Ab geht's, Sergio Ramos, Team of the Year. Wäre natürlich der Beste, De Ligt ist der Schnellste mit 80 Tempo. Und der Typ, der hat einfach schon 3 Informs, der Typ, ne, der wird so einen kranken Team of the Season bekommen, Leute, ich werde es euch sagen. Der Tots, der muss da so 85, 86, 87 Tempo haben. Das könnte eventuell einer der schnellsten Innenverteidiger überhaupt im ganzen Spiel werden. Wir holen ihn also kurz. Ja, kriegen wir bestimmt noch ein bisschen billiger. Oh, naja, so viel billiger kriegen wir jetzt hier nicht. Aber immerhin für 32 anstatt für 35. Mega Deal. Aber der Typ ist heftig, Alter. Richtig krank. Der Typ ist einfach erst 18. 4 schnell schwacher Fuß sogar. Nice. Wir gehen jetzt mal rüber auf die linke Seite, würde ich sagen. Rechts ist hier schon alles komplett voll. Wir suchen mal den nächsten Mittelfeldspieler. Allerdings suchen wir jetzt hier einen ZDM. Da wird zwar wahrscheinlich kein 90er plus Tempospieler geben. Ist klar, aber ich schau mal, wer der schnellste sein wird. Allen ist der schnellste. Alter, was sind wir für Spieler, Mann? 55 Tempo, 56 Tempo. Die beiden battlen sich hier komplett
auf einer anderen Ebene. Dann kommt Luis Gustavo hier. Aber der schnellste ist Allen und den holen wir kurz. 81, immerhin über 80. Ich hoffe mal, wir kriegen hier gleich keinen Spieler unter 80. Okay, 47.000, schon relativ teuer, ne? Aber man muss ehrlich sein, der hat auch gute Werte, Mann. Vor allem defensiv. Schießt natürlich jetzt nicht so gerade mega Premium, aber sonst ist alles in Ordnung. Okay, Torhüter, das wird jetzt interessant, Leute. Torhüter wird jetzt interessant. Der schnellste Torhüter im Spiel, beziehungsweise sind, glaube ich, beide. De Gea, Team of the Year und Ederson. Once to watch. Ich glaube, die haben beide 72 Tempo. Kann aber sein, dass De Gea Team of the Year mehr hat. Also, ich weiß jetzt nicht hundertprozentig auswendig. Wir schauen einfach mal. Ab geht's. Und es wird's. Der hier ist es. Vollpi, 65. Ey, kein Ederson. Das gibt es doch nicht. Ach, mein Gott. Ach, scheiße, Vollpi, Digga. Der hat natürlich, obwohl die Werte gehen eigentlich aus der Ballsicherheit. Mal schauen, wäre hier irgendwie ein Ederson gewesen? Nein, Alter, hier ist kein Ederson. Und auch, doch, hier ist Ederson, aber, ja, der hat hier 70 Tempo hat der, sorry. Habe ich, oh, ein bisschen falsch, ein bisschen zu viel versprochen. 70 Tempo hat der. Und der Team of Gedeche hat, glaube ich, 72 Tempo. Schauen wir kurz, ob wir den hier gerade irgendwo haben. Naja, sieht nicht danach aus. Egal, wir holen kurz den Kollegen Vollpi. So, da ist der Kollege auch schon hier für 17.000 Münzen. Geht klar. Bringt uns allerdings nicht so viel, gerade wir haben Allen. Vielleicht können wir da irgendwie gleich, also ein bisschen Chemie bräuchten wir schon noch, ne? Das sieht Katastrophe aus. Wir kommen zum Linksverteidiger, Leute. Ab geht's. Das ist der Linksverteidiger. Hoffentlich richtig schneller. Ja, Tejes ist es. Der nächste Brasilianer. Das war gut. Der nächste, oh, Gulam wäre perfekt gewesen. Der hätte natürlich hier unseren Kollegen Allen gelingt. Aber okay, Tejes ist der schnellste und damit haben wir eigentlich einen guten Außenverteidiger, würde ich sagen. Alex, Tejes. Und nur kurz hier für 30.000. Ah, ne, wir haben den 85er gehabt. Oh, da müssen wir schauen. Okay, ZOM, Leute. Come on. ZOM muss schnell werden. Kommt mindestens so 85. Das wäre schon drin, oder? Boah, 85. Ach, Agi. Da ist er doch. Ey, Agi, ich dachte, boah, ich habe gerade gedacht, Leute, wir müssen Lanzini nehmen. Aber wir haben ja Agi. Und deswegen, ja, weil der Erste ist. Die haben natürlich beide 85 Tempo Lanzini. Ich habe gerade gedacht, nein, jetzt müssen wir Lanzini nehmen. Aber Quatsch, Agi ist ja hier der Erste. Das Ding ist, Leute, ich habe Agi im Verein. Deswegen habe ich jetzt eigentlich keine Lust, den, das werden zwar die 89er, ne, das war die zweite Icon, glaube ich. Oder sogar die Prime-Icon? Es muss die zweite sein. Ich glaube, die Prime-Icon ist auf 91. Deswegen habe ich jetzt, das ist unnötig, Leute, wenn ich jetzt hier die zweite Icon noch kaufe, obwohl ich Agi im Verein habe. Und der hier ist sogar noch ein Tempopunkt schneller, Mann. Der hat 86 Tempo, der andere hatte gerade 85. Ganz kurios. Einfach niedrigeres Rating, aber trotzdem ein Ratingpunkt schneller. Zweite Icon ist damit am Start. Okay, offensiv ist heftig. Vor allem bringt er jetzt ein bisschen Chemie, weil er hier alles ein bisschen linkt. Ey, das war richtig wichtig. So, wir kommen mal hier zu unserem Rechtsverteidiger. Ab geht's. Der schnellste rechts. Oh, Verteidiger Zanetti. Nein, es wird Juan Fran mit 85 Tempo. Man of the Match. Ah, nee, Quatsch, Arias. Was erzähle ich? Der 86. Arias ist der schnellste. Ey, Zanetti. Wäre die dritte Icon gewesen. Aber okay, obwohl Arias ist perfekt, Mann. Der Link doch. Warte mal. Nee, der spielt bei. Nee, warte mal. Der Delit spielt bei Ajax. Oder spielt er auch bei PSV? Nee, der spielt bei Ajax. Ah, sonst hätten die sich natürlich hier grün gelinkt. Aber immerhin besser als nix. Wir kommen zum letzten Innenverteidiger. Dann geht es auf den linken Flügel zu guter Letzt. Und das hier ist unser Innenverteidiger. Oh, Kouyaté. 83 Tempo, Leute. Einer der schnellsten Innenverteidiger überhaupt nach Sergio Ramos. Team of the Year. Nice, man. Zweite Foot Birthday Card. Kolasinac gibt's hier auch noch, ne? Ist der hier irgendwo? Ne, war ja nicht. Der hat ja auch 82, glaube ich, Kolasinac. Ja, hier, da ist er. Kolasinac. 82 Tempo. Auch absolut heftig. Aber wir holen Kouyaté mit 83 Tempo, der schnellste Spieler gewesen. Und schauen wir mal, wie teuer der Kollege ist. So, da ist er doch. 37.000 blechen wir mal hier. Für den Kollegen. Wie bringt der hier? Wir haben keinen Premier League, ne? Ja, Kollege, das bringt gar nichts an Chemie. Naja, okay. Wir kommen zum letzten Spieler, Leute. Der linke Flügel. Okay, also bislang ist unser schnellster Spieler Walkit mit 93. Hätte ich gedacht, dass da noch ein bisschen schnellere Spieler kommen. Ich schaue mal, vielleicht auf dem linken Flügel und haben wir einen schnelleren Spieler. Rashford, oh, Jordi Alba wäre ja auch noch gewesen. Wäre genauso schnell gewesen mit 94. Aber dadurch, dass Rashford als erstes kam, nehmen wir natürlich Rashford mit. Okay, das ist nice, Mann. Der ist relativ fresh, muss ich sagen. 94 Tempo, also damit der schnellste Spieler. Ich habe ja am Anfang gesagt, schreibt mal in die Kommentare eure Tipps. Was denkt ihr? Wie viel Tempo wird der schnellste Spieler haben? Ich bin mal gespannt, ob der ein oder andere 94 geschrieben hat.
hat. Es gibt nur einen Rushford. Wollt ihr mich jetzt hier verarschen gerade mal? Warte mal, wir checken das Ganze mal ab. Ah, ne, der ist, glaube ich, sonst linkes Mittelfeld. Naja, okay. Na, gibt's doch ein paar mehr. Okay, wir holen den hier für 133. Also, ich bin mal gespannt, Leute. Ihr könnt natürlich jetzt noch nachträglich alle, ja, 94 in die Kommentare schreiben. Dann weiß ich natürlich nicht. Aber ich bin mal gespannt, wer vielleicht sogar als Erstes geschrieben hatte. So, das ist unser Team. 60 Chemie. 80er Bewertung. Geht klar. Und damit starten wir ins Spiel. Sollten wir verlieren, müssen wir das gesamte Team abstoßen, Leute. Ihr wisst Bescheid. Es sind zwei Icons am Start. Es geht um einiges. Let's go. So, da ist unser Gegner. Schauen wir mal, wie sein Team aussieht. Ja, 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 ja. Sollte möglich sein. Obwohl, man darf es nicht unterschätzen, Leute. Das ist ein gutes Premier League Team. Mané, Rashford, Sterling, absolut Beast-Sturm. Mittelfeld, Wanyama, Bakayoko, auch heftig. Also ist ein gutes Premier League Team, glaube ich. Boah, ist das schon. Was hat er denn da verteidigt? Ganz kurios. Was hat er denn da verteidigt? 1-0. Was ist denn das für ein Bild? What the fuck, was ist das für ein Bild? Ich jubel doch gerade noch da hinten. Ja, jetzt geht's wieder zurück und meldet schon die Pause an. Nur Sieg Nazar. Schauen wir mal, ob es das schon für den Kollegen hier war oder ob er nur nochmal taktisch umstellen will. Aber vielleicht hat er gemerkt, es hat keinen Sinn. Okay, er stellt doch nicht taktisch um, Leute. Das war's dann von diesem Video. Der Gegner bricht ab. Wir dürfen unser Team behalten, Leute. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und checkt jetzt noch gerne meinen Shop aus, wenn ihr Bock habt, auf die bunte Nice Hoodies in Weiß. In Schwarz gibt es ihn auch. Und natürlich noch viele weitere Sachen, wie die Camouflage. Die sind in allen vier Farben. Hier ist es Rot, Grün, Blau und natürlich wie hier in Orange. Gerne abchecken. Link ist ganz oben in der Videobeschreibung. Und wie immer gibt es zu jeder Bestellung von mir unterschrieben natürlich eine gratis Autogrammkarte dazu. Im Hoodie Bundle gibt es auch noch in der jeweiligen Farbe ein Poster dazu. Also checkt die Hoodie Bundles gerne mal ab und weiterhin läuft die Autogrammkartenaktion. 5 Autogrammkarten am hinten, Smiley und eine E-Mail-Adresse drauf. Wenn ihr eine dieser 5 Autogrammkarten zufällig bei eurer Bestellung dabei habt, meldet euch bei der E-Mail-Adresse, die da hinten drauf steht, und kriegt ihr auf meinen Nacken von mir noch ein Paket zugeschickt mit Hoodie, T-Shirt und Turmbeutel. Größeren Farbe könnt ihr euch natürlich aussuchen. Also, falls ihr euch jetzt noch was holen wollt, Links in meinem Shop so unten im Schreiben. Macht's gut. Haut rein, bis morgen und ciao.